Ladies and gentlemen, Pokémon. Pokémon. Ja. Kennt man vielleicht aus Funk und Fernsehen. Vielleicht, oder von den Spielen. Ja. Vielleicht war man auch mal in einem Hobbymarkt und hat sich da ein paar TCGs geholt. Heute machen wir das hier auf. Remix Both. Mega Bock drauf. Boah, das Cover sieht, finde ich, schon mal sehr geil aus. Das ist, glaube ich, vom Cover her das coolste ein bisschen. Ich finde das Glurak sehr schön. Sieht wild aus. Du bist auch ein Hater von den anderen. Ja, ich war. Turtok ist in Ordnung. Visa Flom war ich tatsächlich wirklich nicht so. Ja, alle geil. Und Plinfar wird hier ignoriert. Hier, das, und die anderen zwei. Ja. Du, Plinfar und Serpifeu habe ich gar nicht gesehen, weil ich meine Brille nicht aufhab. Ja. Aber Plinfar ist an sich auch cool. Mhm. Weil ich mag die letzte Weiterentwicklung hier im Podium mag ich wohl. Achso, aber Plinfar magst du nicht. Plinfar mag ich auch, aber ich fand es halt im Anime, wurde es halt ein bisschen blöd dargestellt. Ja, dann darfst du Pikachu auch nicht mögen. Pikachu gewinnt gegen so ein riesiges Legendenviech und dann verliert am nächsten Zappi voll von Random X. Pikachu mag ich aber auch nicht. Was ist denn mein? Also Pikachu ist wirklich Pokémon, was ich nicht mag. Ja, von der Anime-Logik her kann ich das verstehen. Ja, das haben die verkackt. Auf jeden Fall. Pikachu müsste normalerweise Level 180 sein oder so. Eigentlich schon. Und verliert gegen hier Typ kriegt Zappifoy und let's go. Und gewinnt. Ja. Das haben die einmal ja auch irgendwie gerechtfertigt. Also versucht zu begründen, warum das so ist. Ja, nur wegen neue Region. Ja, deine Mutter. Ich war auch so. Ich so, du warst trotzdem eine Generation vorher im Turnier der Besten, irgendwie so, ne? Mhm. Hast alle weggehauen, gefühlt fast. Ja. Und dann verkackst du gegen Starter-Pokémon Level 5. Easy. Ja, warum? Weil das Pflanzen-Pokémon, das kennst du noch nicht. Genau. Dann hat man in jedem Pokémon-Game unfassbar viele Probleme. Da verliert man jeden Kampf, weil man alle Pokémon noch nicht kennt. Auf jeden Fall. Ah, wild. Ja? Also ist aber selbst wenn man das Pokémon nicht kennt. Ja. Man hat ja trotzdem die Kampferfahrung. Ja. Man kann ja trotzdem ausweichen, angreifen, schnell sein. Nee, man kennt es nicht, deswegen kann man das nicht. Man muss Pokémon kennen, weißt du doch, sonst geht das nicht. Das Einzige, wo das halt mal wirklich krass war, ja damals Logok gegen Glurak. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Na klar, das fand ich, da war ich noch aktiv dabei, das fand ich doch cool. Logok erst mal gesehen und ich war so hype. Ja. Ich erinnere mich auch dran, Logok kommt weiter und verliert dann im nächsten Kampf, weil er zu erschöpfen. Vom Glurak-Kampf. Genau. Und dann gewinnt wieder so Random X hier das Turnier. Genau. Aber auf jeden Fall, das war gut gemacht. Man kannte Logok nicht. Logok war krass. Waren super Kampf. Also haben beide krass gekämpft. Und so Logok weiß man auf jeden Fall, ist kein Starter Level 5. Nee. Weißt du, da kann alles gewesen sein. Auf jeden Fall. So. Das ist jetzt schön. Ah. Oh. Gucken wir uns einmal näher an. Zeitreise. Zack. Ja, wild. Eine wilde, wilde Mischung. Apropos wild. So. Wieder gemischt. Dann nix mehr durch. Einfach am letzten Mal noch so überlegen, so weißt du, so. Aktuell machen wir jetzt hier, wir machen jetzt zum Beispiel eine wilde Woche. Eine wilde Woche, ja. Weil ein paar neue Games, ein paar alte Games wieder. Ich war echt so am Überlegen, was gibt's denn noch so, was man, was so an alten Games, die man sich vielleicht mal antun könnte. An alten Games? Ja. Und zum Beispiel bei, vorgestern kam zum Beispiel Warzone in den Sinn. Ne? Oh mein Gott. Dann habe ich mir aber gedacht, okay, du kannst eigentlich mittlerweile kannst du kein Spiel mehr anfangen, was schon eine Weile draußen ist, weil du bist nicht drin und die dann übrig geblieben sind, die suchten das durchgehend und dann hast du nur, also du hast die Anfänger nicht mehr, sondern du hast halt nur noch die Krassen, so ja, die krass, genau. Die das Spiel auch mögen. Oh, aber da falsch. Also du, ja, man hat ja nicht so einen einfachen Einstieg, also ist nicht mal einsteigerfreundlich. Ja, genau.
Ne? Und das hatte ich bei einigen. Also gibt es ja viele Spieler, die bei dem so ist. Kann ich mal bei Rambo so nachher vorstellen. Auf jeden Fall. Wenn wir Rambo am Freitag spielen, denke ich mir auch so, das geht nach hinten los. Ich würde Spaß machen, da habe ich ja kein Problem. Also Sack zu kriegen, macht man ja nicht mal in CS was aus. Aber ich glaube zum Beispiel so bei Rainbow oder so, wenn man jetzt noch Rainbow spielt, so aktiv, dann muss er doch. Ist schon krass. Dann muss er doch ein Tritt in den Arsch sein. Guten Abend, David. Eigentlich schon. Hallo, David. Ich hoffe, dir geht's gut. Hast du schon einen Wochenstart gehabt und so? Ja, also. So. Aber ich kann mir auch vorstellen, es gibt ja so viele Menschen auf der Welt, ne? Oder gibt es bestimmt mehrere Menschen, die einfach an den Tag denken, hey, lass mal einfach mal wieder Rainbow reinschauen oder in ein anderes altes Spiel. Mhm. Weißt du, das gibt es bestimmt auch. Ja. Und es gibt ja auch sonst auch irgendwie so die Gelegenheitsspieler. Mhm. Also ich glaube, ganz so krass wird es nicht, dass wir jetzt wirklich so komplett zerstört werden. Mhm. Das ist aber immer schwierig, ne? Also wenn ich so... Ne? Also wenn ich das so nach... so denke, nicht nach... Ich weiß halt nicht, ob zum Beispiel... Rainbow kann ich mir erstmal sich vorstellen, dass es Matchmaking hat. Ich meine, For Honor, gleicher Entwickler, hat ja auch nichts. Ne? Jo. Wenn ich dann so dran denke mit... Selbst wenn da Matchmaking drin wäre, weißt du? dann stelle ich mir das so vor, wie wir unsere krasse Session da hatten mit den... Erkampf mit E-Sportlern, kann man das so nennen. Und... oder dass er MMR dann einfach so endlich gestiegen ist und wir deswegen nur noch im Sack kriegen. Weil seitdem habe ich glaube ich nicht mehr gespielt. Ich bin mir da nicht sicher. Nee, ich glaube das letzte Mal, wo wir das ja gemacht hatten, war das hier für Lugumibs, war das ja glaube ich, oder? Ja, nee, das letzte Mal. Das letzte Mal, wo wir es aufgenommen haben, ja. Genau. Mhm. Aber da waren wir eigentlich ganz okay. Wir haben beide ordentlich getroffen, sag ich mal. Ich habe dich zwar auch, aber ja, also bei den einen Video. Ja, das war ja nicht nur. Ne, nur Memes hab ich allein gemacht. Nee, da war bei den Einwetter auch dabei. Ja, stimmt, bei drei. Wir Ballermänner waren. Ja, genau. Stimmt. Genau. Da hab ich dich jetzt auch aber fast gekillt, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben trotzdem auch nicht rasiert. Wir haben die Runde geholt. Weißt du, wir haben so die Tür weggeballert und die Wände zerstört und easy peasy. Ja, stimmt. Rainbow hatte. Erst musstest du dieses eine Ding machen, bevor du Casual zum Beispiel spielen konntest. Wenn du irgendwie, weiß gar nicht, Level 10 oder so. Bis Level 10 musstest du normal spielen. So Quickplay quasi. Dann hast du Casual freigeschaltet. Und dann bei 25 oder so oder 30 und den Dreh oder sonst irgendwas, hattest du dann Rank freigeschaltet. Genau, stimmt, David. Das war so war das. Also eigentlich muss man sich jetzt Uplay. Nee, ist ja kostet, ja. Wollte gerade sagen, muss man wieder smurfen. Aber dann können wir, wenn wir smurfen wollen, können wir direkt Valorant spielen. Auf jeden Fall. So. Ja, aber so, wir haben es jetzt angeguckt, 500 Minuten lang. Ich fange jetzt mal an. So. Genau. Also, es gibt von jedem Starter auf jeden Fall mehrere Varianten. Ich hoffe auf jeden Fall, dass mindestens ein Glurak dabei heute rumkommt. Da hätte ich schon Bock drauf. Die sind alle, Glurak und, also die sämtlichen Starter, die wir drauf gesehen haben, sind alle in der Variante von Tag Team GX-Karten drin. Ja. Das heißt, anders werden wir die dann auch nicht sehen. Also kein Einzel-Glurak oder sowas, werden das nur auf diese Art und Weise sehen. Na. Ah, okay. Ja. Aber ich hoffe, euch geht's allen gut, Chat. Schönen Wochenstart gehabt und so. So. Da muss der dann mal hier fixen. So. Okay. So. Aber es ist halt schwierig. So ältere Games so nochmal so angucken, ist halt immer so ein schwieriges Ding, finde ich. So. Ja. Wir haben eine Trainerkarte. Wir haben einen Rotom. Ja, wir haben ein krasses Slimer. Ne? Oh. Was ich übrigens sehr geil finde in der Shiny-Variante. Weil es dann einfach aussieht wie der normale. Und nicht wie die Alola-Variante. Nur mit dem Geld natürlich. Und das finde ich zum Beispiel auch in Slimer ganz cool. Ja, das hat ein Slimer, aber nicht Slimer. Slimer kommt bestimmt später noch. So. Genau. Einer der unwichtigen, die ich immer ignoriert habe. Und. Oh, direkt ein Starter. Mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Unser Wrestling-Schweinchen. Wrestling-Schweinchen, warte, ich muss gucken. Finde ich nice.
Direkt Flambirex. Ich glaube, Flambirex heißt das, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, könnte sein. Ja, auf jeden Fall wild. Du bist auch die erste Gen. Sonne und Mond war das 5? Ne, 6, ne? Der ist Generation 5. Ja, doch 5. Und 6 war dann der Fuchs. Ja, so. Richtig, ja. Ja. Da siehst du, haben wir schon mal einen. Na, der erste Feuerstarter, den ich nicht mehr gesehen habe. So. Ist kein Hit, aber ist schon mal ein guter Start. Einfach mal mit einem schönen Feuerstarter anfangen. Mhm. Finde ich, kann man machen. Auf jeden Fall. Ich komme schon auf den Müll, den ich hier gleich alles produzieren will. Aber sonst freue ich mich auf sonst auf die ganze Woche. Ich mich auch. Wir haben ein paar neue Sachen so und auch Outward morgen. Wird glaube ich echt ganz cool. Rainbow habe ich auch schon installiert und so. Oh. Ich extra vorbereitet. 50 GB muss man, habe ich heute gestern schon wieder. So. Also, aber von morgen habe ich ein bisschen Angst. Na gut, ich freue mich drauf. Das ist lustig und peinlich zugleich. Ja, das ist nett. Galopp. Ui. Bananarama. Der hatte im Pokémon Fusion, war der Meta. Und da ist es! Ach, Leute, Hit! Und das ist aber, also. Das ist wie das, ja? Turtok hat viele scheiß Artworks. Aber das ist geil. Oh. Und mit dem kleinen Plinfer da oben. Das sieht süß aus. Das sieht so ein bisschen so, so parademäßig aus und ihr kleiner Plinfer sieht das nicht, weil so viele Leute davor sind. Nee, ist ja geil. Hochi. Mhm. Jetzt ist er auf. Das ist cool. Genau. Onkel Turtok hat geregelt. So. Erste Heat. Kann man schon mit anfangen. Direkt zwei Starter. Zwei Packs, zwei Starter. Ein Hit. Nicht schlecht. Hm. Kommt direkt auch in die Toploader, die ich neu extra geholt habe. Kann man nochmal so schön sehen. Da hinten sind sie auch nochmal, sind sie ja sowieso zu sehen. 25 Stück sind da drin. Nach jedem TCG muss ich ungefähr ein neues kaufen. Na danke. Wild. Hm. Die kann ich aber auch recht empfehlen, die von Ultra Pro. Kosten zwar 13 Euro. Also quasi 50 Cent pro Toploader, das geht halt vollkommen klar. Gute Qualität halt dann. Ja. Qualität hat ihren Preis. Mhm. Also du kriegst sie halt noch teurer, aber das ist voll, so ist das vollkommen geil. Hauptsache die Karte ist sicher. Ja, genau. Und man endet nicht so wie Sven's Visa Floor damals. Ja, dafür. Klein Svenny war echt sorglos mit der Karte. Mhm. Wie ich mit meinen ganzen. Du warst mit deinem Visa Flo, wie ich damals mit meinen ganzen He-Man-Figuren. Echt? Ja, He-Man-Figuren, die sind ja auch der Hit aktuell, ne? Also, was heißt aktuell, aber sind ja was wert. Ja. Und zum Beispiel diese Nebenfiguren, ich habe ein paar Nebenfiguren noch so gefunden aus der Serie und so. Also, so in guter Qualität, vollständig so, zumindest pro Figur so 15 Euro. Finde ich okay. Ja. Ne? Oh, nicht schlecht. Ja. Was hat Janik gemacht? Hat die damals angeknabbert. Die sind nicht mehr gute Qualität. Ja, wie geil. Kann man machen. Ja? Also der eine aus dem Meer, so sieht doch wie so ein Sumpfmonster. Jetzt sieht er aus wie ein angeknabbertes Sumpfmonster. Ich sag dir so. So, wir haben jetzt Garabon. Oh. Ja? Auch ein nice Artwork, wie ich finde. Hier direkt angriffsbereit. Guckt so, nee, Sven, du kriegst mein Eis nicht. Oh, böse. Oh, ja. Also, Artwork-technisch ist heute auch hier nur Hits dabei, bisher. Ich freue mich schon auf die erste Knete. Na, Otto? Wir können drüber reden. Und ich kann Hit. Aber ein halbes Pikachu ist auch erstellt. Theoretisch ist aber jedes bisher ein Starter gewesen. Das kann man, auch wenn das Pokémon, auch wenn Pikachu nicht gemeint war, er war da drauf. So kann sich die Welt auch schön reden. Ja. Oder Donnerstag, freue mich auch schon auf Core. Ein bisschen, einfach so ein paar Minigames daddeln, so zu Durret. Oder zu viel, je nachdem. Ja, Core, wo muss ich das überhaupt installieren? Weil das weiß ich noch nicht. Das musst du im Internet suchen. Oder ich meine Epic. Ah, okay.
Mann, auch, ich glaube, das war sonst Apple. Ich glaube, ich hab das so installiert, seit einem halben Jahr. Wenn es direkt doch, trotzdem nicht damit, dass wir das machen. Und ich glaube, sonst müsste es bei Epic sein. So, ah, okay, gut. Trainerkarte, Pokémon Tausch. Tausch mit Svenny gerade für Pokémon Schwert und Schild. Weimar, so im Trio. Und eine liegt auf dem Bauch, das ist auch geil. Das ist eine coole Sache. So. Hier Pandasan. Ja, da geht es schon weiter hier mit den Doubles. Scarabon und. Leck mich doch. Wie, halbes Pikachu wieder, ja? Wild? Nur Starter bisher, Leute. Nur Starter. Hey, zwei halbe ergeben ein Ganzes. Aber ich find's auch krass, was war das? Mein wird auch wieder wild. Ich glaube, im Mai muss man wieder Netflix kommen. Oh, wie kommst? Ja, da fangen wieder ein paar Sachen an. So Love, Death and Robot und so. Ah. Ja, eine Trainerkarte für Energie. Wir haben schon mal eine Pokémon-Reihe durch. Was ist ein Star-Insekt hier? Wir haben wieder unser Herbst-Pannerchen. Zweite Reihe durch. Punita. Und sehr cooles Artwork, wie ich finde. Das ist halt wirklich hübsch. Hast du seine eigene? Nein, jawohl! Kann ich mir von Ita schwärmen hier. Ja, das ist die andere Seite von Turtok, weißt du? Das ist die andere Seite. Da haben wir die anderen beiden. Nächste Tag Team GX. Aber auch das ist ein sehr cooles Artwork. Sieht gut aus. Ja, bei Blindfall bin ich mir nicht sicher. Greift er an oder fällt er gerade runter? Ich auf den ersten Blick sah es ziemlich aus, als ob Turtok Blind verwerfen würde. Babyweitwurf. Blind, ich rufe dich. Aber sieht wild aus. Ja, auch ein sehr schönes Artwork, wie ich finde. Na, nur Starter bisher. Nicht schlecht. Ja, 2 von 4. Also theoretisch gibt es halt noch 2 weitere Turtok-Varianten. Also 2 von 4 Turtoks haben wir schon mal. Das kann man mir nicht nehmen. Das stimmt. Und ich meine, ein paar Turtoks mehr ist gut, weil Turtok ist, glaube ich, das Einzige, was ich aus Gen 1, also von, was ich bisher noch nicht hatte. In keinster Variante. Bisher. Glurak habe ich in mehreren Varianten, auch durch unser erstes TCG, unser zweites. Ja. Und Peter Flor hatte ich ja auch schon vom... Von damals noch. Turtok habe ich halt als einzige gar nicht gehabt. Deswegen haben wir jetzt 2. Haben wir schon mal gut aufgeholt. Trainerkarte. Ein denkendes Aloha Mauzi, was ich auch vom Abel auch schnieke. Eine legendäre Trainerkarte. Natürlich, jetzt kommen ja die ganzen Trainerkarten. Und. Na? Eine wunderschöne Geist-Pokémon-Karte. Svenny findet die Reihe ganz schön doof. Ich finde sie besser als Gengar. Und Vylord! Was laberst du? Das finde ich gar nicht blöd. Ja, doch, also Imperial, nee, da muss ich mir was anhören. Gar nicht wahr. Das finde ich auch geil. Bisschen schön mit Wingull. Ich finde es cool, wenn da nicht nur einfach so Hintergrund ist, sondern auch so wie bei Weimar von, waren da 3 Weimars und hier ist noch so ein Wingull oben. So finde ich nice. Ja. Ist ein bisschen was anderes da. Svenny, kannst du mal kurz gucken, ob die Musik vielleicht zu laut ist? Oder ja, einen also Moment hier. Warte mal. Machen wir ganz nice. Nicht nur, ist natürlich cool, unsere sexuellen Stimmen zu hören, aber übrigens, erstes Pack ohne Startermenü. War ein bisschen Musik. Ich hoffe, das passt so. Achso, Svenny hat sie voll mute, okay. Ja, ich hab mich schon gewundert. Aber sehr gut. Dann können wir jetzt richtig schön hart über den Lästern. Also, das ist noch klar. So, alles gut. Okay, nice. Ich hab trotzdem mitbekommen, dass du lästern wolltest. Weißt du, dann, das hab ich in der Nase gespürt, weißt du, das hat so gekribbelt und dann dachte ich mir so, schnell wieder mute. Ah, hab ich gemerkt. Hab ich gerade mit dem schnell anfangen, weißt du? Na? So. Fangen wir mit einer Legende. Professor Eich. Ja? Oh. Warum gehört der Erste, der überhaupt hier Pokémon verteilt hat? Warum? Weil er einen Marmoran wollte.
Sprecher. So, weiter geht's. Bram würde sagen Entei. Ich sag immerhin die schlechte Variante von Anton. Anton ist einfach. Anton ist cool. Entoron, naja. Entoron mag ich auch nicht. Das ist ein richtig knuffiges Atmen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich bin gespannt. Das ist süß. Also schlafende Pokémon gehen immer klar, würde ich sagen. Ja, Floink. Das ist süß. Oder noch der Pokéball daneben. Oh. Ja. Weißt du, wenn Svenny wäre das nicht so süß, der hätte jetzt runtergekickt, der mag das bei seiner Katze ja auch. Du stellst mich immer so als Bösewicht an, ne? Hey, am Samstag hast du über mich gehatet, jetzt bin ich wieder so. Ich hab gar nicht über dich gehatet. Also am Samstag war wild mit dir. Kenn ich mal. Ich meine, damals ist das, wenn man auf der krasseste, aber deine waren auch nicht schlecht. Aber was? Ich fand das voll einen witzigen Stream, weil er auch so drauf war. Ja. Also ich fand das echt. Also der Samstag-Stream war ein Highlight ey, letzte Woche. Dass ich mal der Netteste im Stream bin und das so 4 Stunden kann ich sagen, ich war der Netteste. Das gab's noch nie vorher. Aber ich fand das cool. Stimmt. Aber ich fand das cool. Weißt du, dann wusstest du mal, wie ich mich mal fühle, wenn ich sonst mal der Netteste bin. Ja, dann, wenn du dich genauso gefühlt hast wie ich, dann ist ja gut. Ich fand das nämlich geil. Ich fand das echt cool. Und ja, immerhin eine GX-Karte, ja. Das aber nicht so nein, aber nach Aloha Mauzi, Aloha ist eine billige Katze. Pfui! Ist ein bisschen fett geworden im Gesicht. Aber sonst ist cool. Ich mag das Pokémon an sich nicht, ne? Also das Artwork ist okay, aber ich mag einfach Aloha Stupidica nicht. Ja, also gibt's auch ein schöner. Ja. Ja. So, ich finde zum Beispiel mit Giovanni, ist ein Billikat mit Giovanni oder so, solche Artworks finde ich zum Beispiel, also, das ist immer noch Favorit. Mhm. Aber so, ja, guck dir das dicke Gesicht an. Übrigens, Top ist im Top-Lover, weil der ist ja eine GX. Aber, dritter Hit. Dritter Hit, ja. Und ist quasi ein Starter, wenn man vom Anime ausgeht, da war Mauzi ja auch ein Starter. Für Team Rocket. Achso, ich wollte gerade sagen, hä? Man konnte echt nicht einen Mauzi aussuchen. Ja, Professor Eich hat gesagt, ja, nimm was du willst, hauptsache du gehst und ich kann deine Mutter. Nimm was du willst. Ich hätte einen Mewtwo genommen. Ja, da kommt easy. Da kommt wieder der Strich aus Gen 1. Von der Ja, du, gut. Wenn du nehmen willst, was du nehmen kannst, was du willst, dann. Hm? Warum nicht? So, aber von Anker, mehr sag ich dazu nicht. Pandasan. Hm? Pandasan ist cool. Er braucht keinen richtigen Namen. Jujutsu Kaisen heißt er auch einfach Panda, ja? Muss ehrlich sein. Jetzt für Jujutsu Kaisen reicht, dann reicht es auch hier für. Pokémon! Trainerkarte, aber. Hit. Da fällt mir noch was ein. Ich musste nachher noch vertreten. Okay, ja, gut. Also, das wird glaube ich, da muss ich eine Frage zu stellen, deswegen muss ich dir nachher was schicken. Aber, Forever, ganz nice. Sehr, sehr nice. Alles ist besser als Kniet. Ist so. Ja, boah, ist so mit Kniet, ich mag ist so an sich ja nicht. Ey, ist so mit Kniet, wäre cringe. Aber so richtig. Ich mag Ditto ja schon nicht mit Kniet. Das ist dann noch weniger Chancen. Knete sieht halt erstmal fake aus. Weißt du, so wenn wir so Pokémon-Karten bei eBay holen? Da ist er Arsene-fake. Ja. Naja. So ist für mich Knete-Pokémon. Einfach Fake-Pokémon. Das zählt für mich gar nicht. So, wir fangen an. Energietausch. Trainer-Karte. Oh. Auch? Sehr nice Artwork, ich finde. Autofokus, das grüßen, danke schön. Aber so ein Reh geht immer klar. Oh, wie hieß das nochmal? Re-Kid oder irgendwie so? Kann sein. Ich glaube, eigentlich merke ich mir davon nicht, weil, ich meine, das Pokémon ist süß, aber wenn es für mich so eine Stempelung von 800 Pokémon, merke ich mir halt nur so die ich auch cool finde. Okay. Oder die ich in Erwägung gezogen habe, ins Team zu packen oder sonst irgendwas. Ja, also das Pokémon ist nämlich an sich ganz cool, weil es nämlich sein Fell nach der Jahreszeit hin ändert. Mhm. Ja, da gibt's ja mehrere Varianten, das weiß ich. Das hier vielleicht ist aber ganz cool. Mhm. Ich finde zum Beispiel auch cool, und wir haben ja auch Rehe in der Nachbarschaft.
Ja. Die haben noch nicht unsere Pflanzen angefressen. Das ist auch eine Neuheit. Normalerweise ist es, wenn ich schon hier am Haus vorbeigegangen hätten alles weggefressen. Ui. So. Fan-Favorite von Yannick, ja? Top 5. Oder auf jeden Fall Top 10. Ich habe meine Liste gerade nicht aus dem Kopf. Aber Absol. Eins meiner absoluten Favoriten. Wild. Mag ich einfach. Absolut ist cool. Absolut ist einfach einer meiner absoluten Favoriten. Und da kommt Marco. Ja, moin! Und Hammer Trainerkarte. Aber jetzt. Was hältst du denn von Absols Mega-Entwicklung? Da ich Absol mag, ist eine Mega-Entwicklung Pflicht gewesen. Ja. Also muss Pokémon machen. Ich finde die Standard-Variante aber ein bisschen besser, weil dickeres Fell, ja, das erinnert mich einfach an die Schafe von meinem Bruder. Ich bin auch nie gestorben. Ja. Ich finde die normale Form von Absol auch besser als die Mega-Entwicklung. Also optisch gesehen. Ja. Aber Absol ist an sich ein cooles Pokémon. Hatte ich bei jedem Run dabei. Also bei Ja. Smaragd oder Saphir. Weil da hatte ich auch einfach. Ich habe ja auch jede Variante bei Gen 3 noch durchgespielt. Smaragd, Saphir, Rubin. Sowas wie Firn und Tor oder Absol, die waren schwer rauszukriegen. Bei mir. Ja, ging mir genauso. So. Alle waren einfach auch auf Banger drin. So. Enteron. Nächster Absol. Sven, kannst du jetzt auch einen abholen. Yay! Nächstes Raikiri und wieder ein halbes Pikachu. Ich meine, das braucht gar nicht erwähnen. Halbe Pikachus sind halbe Pikachus. Das ist ein gratis Weisheit. Wenn sein Delta fährt. Dann ärgert er sich. Einmal in die Woche sagt schon wieder alles aus dem Pokémon TCG auf den Dienstag, einfach weil gar kein Platz sonst war. Da merkt man, wie wild diese Woche wird, Leute. So, Trainer Oh ja. Card, Bananarama. Was ist das denn für ein Ding? Was? Die Trainerkarte, wofür ist sie gut? Das ist doch wie so ein Computer, oder nicht? Ja, aber kenne ich. So, jetzt haben wir auch unsere Baumreihe durch. Was ich übrigens auch cool finde, Pflanze Geist ist eine sehr coole Kombo. Und auch wieder sehr schönes Ja. Artwork, weil nicht nur einfach Hintergrund, so wie letztes Mal, so gab es einfach viele Pokémon mit so stumpfem Hintergrund, auch bei den GX-Karten und so. Hier ist das einfach sehr schön. Sonne, man sieht ein bisschen Wald, man sieht noch eins von denen. Das ist ganz geil. Ah, auch hier siehst du, genau das gleiche, schön Bambus im Hintergrund. Auch hier. Finde ich sehr nice. Ja, auf jeden Fall. Das ist mir wieder ein bisschen zu schlicht. Aber auch ein sehr cooles Artwork. Also sehen die, ne? Auch kein Held im Übrigen, aber hey. Oh, Pam Pam. Pam Pam ist cool. Oh Gott, was ist das denn für ein Ding? Das letzte hätte ich nicht erkannt. Das letzte war ja die Weiterentwicklung von der einen Baumkrabbe da. Ah, ja, okay. Hier, der neue, das letzte, die neue Variante von Krabi. Aha. So. Mal weiter. Nächste Pack. Dein Fokus. Jude Pokémon Nummer 1. Hier Tangela. Da haben wir Ja. jetzt auch unsere hier Flying-Reihe durch. Das ist die erste Entwicklung. Auch an sich ein cooles Aber. Auf Hol jeden Fall. gerade auch so hier so, hol gerade Früchte vom Baum. Finde ich nice. Ist schön gemacht. Zwicklub. Auch so schön. Und da haben wir auch unseren Rekit. Ja, ist ja wohl jetzt ein Mann. Da. Mann. Ja, ist es erwachsen geworden. Auch sehr schön. Oh. Das Artwork ist auch sehr nice. Aber es. Das erinnert mich mehr so wolfmäßig mit ein bisschen Geweih. Aber deswegen ist cool. Fokus. Ja. Sieht cool aus. Müsste, glaube ich, die Sommerform sein. Meine Hände werden einfach schärfer gemacht als der Pokémon. Sagt alles aus. Aber hey. An meine Schärfe kommt halt niemand dran. Kein Ding.
Ich bin immer für gute Witze da. Immerhin einer. Ja, ne? So, ja. Wenn ich mal kurz, ich muss Sven dir eine Frage stellen. Dann geht's sofort weiter. Oha. Wie, du fragst nach mehr Geld. Ah, du, ich hab da Konto. Ach ja. So. Zack. Chef ohne Zugriff auf Gier Geschäftskonto. Das ist auch ein Chef. So. Svenny. Ja. Meine Frage an dich. Wenn du ein Anime-Charakter wärst. Ja. Ja? Yay oder nay? Ich gucke. Zufällig entdeckt, da dachte ich nur was. Yay? Also yay, bitte? Yay, ja, ja. Okay, ist ein R. Bitte was? Bitte zufällig gesehen. Ganz ehrlich, ne? Ganz ehrlich, wer guckt so eine kranke Scheiße? Ich hab das Bild gesehen heute. Da dachte ich mir, okay, das werden wir fällt mir schon auch rein. Alter, so jetzt. Boah, ne. So, weiter geht's. Pfeffis gewesen. Pfeffis gewesen. Gut, die Zuschauer nicht wissen, wovon ich rede. It's a trap. So. Armer Junge, sucht nach Müll. Oh. Sven würde ihn ja auch, würde das für ihn abnehmen und die Kekse bringen. So. Okay, toll. Weiter geht's. Galoppe-Action. Das Ponita-Artwork finde ich so, das Ponita-Artwork finde ich ein bisschen schöner, weil da mehr Natur drin ist. Das ist aber so ein bisschen, naja. Läuft das auf Wasser oder was ist das? Nee, nee, das ist vom Wald. Ah, okay. Das ist so Wind, weil er so fast and furious ist, weißt du? Ah, das ist ein cooles Anton, wie ich finde. Also sehr cooles Anton. Hast du gerade Kopfschmerzen, oder? Ja. Oh, das ist gefährlich. Das war nice. Das war gesehen. Auf jeden Fall. Das ist okay. Banger. Das ist kein absoluter Banger, aber zumindest ein Reverse. Ja? Das ist sehr nice. Reverse Garden kriege ich nicht im Fokus so direkt, aber cool ist. Wild. Ja, finde ich auch okay. Ich finde Geister-Pokémon sehen sowieso immer ziemlich krass aus. Hm. Es gibt halt Typen, die haben Vorteil durch dadurch, dass sie einfacher designbar sind, weißt du? Auf jeden Fall. Andere Typen, die haben es ein bisschen schwieriger. Aber wenn man so, es gibt ja auch Fakemon, das ist ja so, Community macht eigene Pokémon-Designs oder so, da gibt es in jedem Bereich noch so viel Potenzial, also in jedem von den ganzen Typen. Wo Pokémon noch ein bisschen schlecht. Was gibt es stattdessen? Müllsack-Pokémon, ne? Ey, wer will kein Müll-Pokémon haben? Ja, du. Du wolltest doch keins in Shiny haben in Imperial. Ich konnte es ja nicht fahren. Ja? Sonst hätte ich es im Team gehabt, sogar 5-mal. Halt schon. Und? Die wollten nicht. Dann hättest du noch mit einem Shiny mehr das Schwert bekommen. Ja. So. Schwierige Frage. Weimar. Auch wieder ein sehr geiles Artwork, weil ich mag das einfach, dass mehrere zu sehen sind. Nachthimmel nebenbei. Weimar auf dem Rücken. Nice. Mhm. Trainerkarte. Trainerkarte. Legendary. Aber mittendrin, also nichts Wildes. Aber hier, Entei. Hübsches Artwork sind sich wieder. Auf jeden Fall. Artwork hatte ich noch nicht. Außer dazu eine Billy-Karte. Ich glaube, das war bisher die hässlichste. Was ist von den drei Hunden, sage ich jetzt mal, ne? Mhm. Dein Liebling. Als Kind war es immer, wie ist der dritte? Suicune. Das war, genau. Als Kind war das der absolute Hit, finde ich. Weil der am Wolfshund am ähnlichsten aussah, weißt du? Mhm. Die anderen waren halt nur so, sahen halt so katzenmäßig aus und
der wenigstens noch so immerhin. Ne? Auf Ging Platz 2 war dann Entei und auf 3 Raikou, weil Raikou war einfach. Keine Ahnung, Raikou hatte nicht mal einen eigenen Film. Nee, ging mir aber genauso. Raikou war einfach cool, der war einfach der Dritte, der mal vergessen wird. Ja, Raikou war einfach, nee. Bonita! Hübsches Arbeit, deswegen kannst du auch mal das letzte sagen. Bonita ist besser als Ente. Laut der Karten. Und von den Vögeln her ist, glaube ich, würde ich sagen, Arctos, Lavados und dann Zapdos. Ja. Arctos auch auf Platz 1, Lavados und Zapdos tun sich bei mir nicht viel. Aber ich würde auch knapp Lavados vorstufen. Lavados ist einfach wegen Feuer. Lavados hat einfach nur, hat ja wenigstens noch ein bisschen Design. Zapdos ist verkehrt. Und schwarz. Ja. Mann, wofür den Galaponita scheiße? Ja, du. Damit. Es gibt halt Hater auf der Welt, die keinen Geschmack haben. Ja? Floyd, meine Damen und Herren. Mango hat doch letztens Oso gespielt, das tat ihm wohl nicht gut. So. Krasse Energiekarte. Die ist ein Weibli. So. Zwei Licht. Hoffentlich das Design so mit diesem. Mit diesem Turm und der Stadt so, Nachthimmel. Ist einfach ein nice Design. Wisst ihr, was auch nice ist? BAM! Achso, scheiße. Aber hey, Glückwunsch. Ja, hat nicht geklappt? Ja doch, hat geklappt, aber nicht das, was ich haben wollte. Ich dachte, mein Gedanke war schon Glurak, das ist scheiße. Ja. Aber macht ein Peace-Zeichen. Macht ein Peace-Zeichen, das ist sehr wild. Oh Gott, wie heißt das? Auch finde ich ganz geil, so mit, so? Den, mit dem Swirls hier und Nachthimmel und so. Ist halt alles ziemlich Nachthimmel-mäßig angelegt. Finde ich nice. Sieht cool aus. So, next. Welchen Pokémon könnte man jetzt noch einsortieren? Schauen wir mal vor. Wie, welches Pokémon? Also. Ja, wir haben jetzt hier Hunde, einige sagen sind Katzen. Wir haben die Vögel. Was gibt's noch? Was müssen wir noch einsortieren? Naja, man könnte. Ja, dritte Gen ist schon wieder schwierig. Man könnte wohl die Legis von hier der vierten Gen nehmen, also Dialga, Palkia und so. Mhm. Die könnte man wohl machen. So. Also eine krasse Runde gibt's. Ich glaube, das ist auch ein Legi, oder? Das ist auch ein Legi. Ja, ich versuche nur den Fokus zu kriegen. So, wir fangen mit dem Legi an. Das heißt, da kommt noch was krasseres als ein Legi von was ein Politiker. So, Entoron. Ui. Unser Krabi in neu. Absol, stimmt schon mal, ist krasser. Ja. Und was noch gerade. Ja, gut. Ich rede nicht mehr. Tangela's Weiterentwicklung! Hey. Ja, geil. Aber cooles Design. Ich mag das mit den Augen. So, was hat der eine Auge ist auf, der andere guckt so, oh nee, wieso bin ich hier? Ich bin nicht im Rampenlicht. Aber Giratina ist sowieso auf Platz 1. Also da kann man gar nicht ranken. Also, weil man weiß, Giratina auf Platz 1, weil ist inoffiziell Weiterentwicklung von Dummies. Da brauchen wir nur wieder von Penta zu erzählen. Genau. Man denkt, dieses Shenlong-Ding, weißt du, Shenlong wäre die Weiterentwicklung von Dummiese. Hat man damals gedacht, dann ist das ein Prank, weil gibt es ja schon längst. Seit Gen 4, die weiß ich nicht mehr. Aber ja. Alle verbannt. Schon flach mit denen. So. Weiter geht's. Der Strahler, der gegen Sven verwendet wurde am Samstag, und deswegen auf einmal eine Hater-Stimmung war. Ah ja. Zwei Tonner kamen hintereinander, das wird schon mal belastet. Noch ein Anker hinterher. Dann machen wir Rekits. Ui! Okay, wir sind doch ein Plus. So, mit Legenden geht's weiter. Jetzt einfach mal Legendary in Reverse, immerhin. Machen wir mal wieder Zeit.
Kyogre. Oh. Ja. Ach, voll viel Legis dabei irgendwie. Na? Aber willst du mal was? Ja. Nicht schlecht. Mhm. Aber finde ich nass. Da gehen meine Top-Loader hin. Oh, oh, oh. Aber übrigens, auf Amazon kann man jetzt, du hast ja hier die Digimon, wollte ich auch ein TCG von machen. Ja. Hat ja nicht geklappt, bei mal weg. Ne? Auf ja, Amazon ist es mittlerweile auch. Den Preis, den ich damals bezahlt hatte, mit einer 1 noch davor. Bitte was? Ja, kostet 200. Ich hätte für 80 damals kriegen können. Aber was denn? Alter! Das ist heftig. Digimon ist der Wild, ja. Tangela. Nachdenkliches, süßes Mauzi. Mhm. Ja. Zwicklop. Und Entei darf doch mal am Ende da sein. Was? Zwei Enteis. Wie? Krass. So. Aber also ich glaube, ich würde, was ich ganz cool an dieser Woche finde, werden in dieser Woche zwei neue Games antesten. Also morgen neues Game, Donnerstag neues Game, Freitag altes Game, was wieder reinkommt. Ja. Ja, das finde ich, also das ist schon mal, finde ich, kann eine Woche gut anfangen. Finde ich ganz nice eigentlich. Nicht schlecht. Es ist voll, da freue ich mich auch drauf, auch auf Rainbow, weil ich jetzt schon weiß, dass das komplett eskalieren wird. Freue mich schon. Capcom nicht mehr so wichtig und irgendeiner läuft trotzdem rein und stirbt. So. Eich. Pami. Panda, Panda Junior. Also Geist. Flums Weiterentwicklung. Ja. Reverse. Immerhin. Aber es hat so ein Pusteblumenviech. Jetzt kommt Sven wieder an. Oh, war mein Favorit damals. Überhaupt nicht. Hab ich geliebt. Wie kannst du das in so drechen? Das Ding ist komisch. Das ist aber ja, nice. Ja. Oh, 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 oh. Was denn? Ach, nix. Da fängt der Hater, guck, der hört dann schon wieder raus, Sven, die sind wieder wild. Nee. Ich finde das ganz nice, wenn du auch mal ein bisschen am Dissen bist. Bin ich auf 7 Jahre schon am Probieren, das Ding auch mal so in meine Richtung zu kriegen. manchmal muss man auch ein bisschen Rollentausch hier einführen. Ich bin wieder in die falsche Richtung hier. Nur wenn du so falsch denkst. Oh, pam, pam. Ui! Neben Kyogre gibt es natürlich auch noch einen Groudon. Das ist ein Banger-Artwork. Ich frage für einen Freund, gibt es auch einen Rayquaza? Ich habe dir die Liste nochmal geschickt. Guck nach. Aber das ist ein nice Artwork. Das ist ein richtig nice Artwork. Das ist richtig krass. Richtig, zerstört jetzt alles. Warte mal, Kyogre, das schwimmt einfach ein bisschen mehr. Ja, aber Kyogre mochte ich auch nicht so. Ich fand Groudon immer cooler. Fand ich auch. Aber Groudon wurde. Groudons erstes Design hat mir besser gefallen als der zweite. Der zweite war einfach so, ich bin fetter geworden. Ja. Hat eigentlich einen Schaden. Schick dir nochmal den Link, Sven. Den Link, den öffne ich hier. Kannst du halt auch mal in Ruhe genießen. Den Link. So. Link ist geöffnet. So. Next one. Wird Svenny wenigstens auch mal was, was auf ihn zukommt hier. Ja? Wir haben schon mehr als die Hälfte, wir haben noch keinen Glurak. es gibt vier Gluraks in dem Ding. Ich krieg kein einziges anscheinend. Ja, man, du hast ja jetzt schon genug Gluraks. Ich hab's. Drei, okay. Hm. Ja, du, drei reichen. Ja. Nee. Das ist nicht wie beim weißen Drachen, weißt du? Drei reichen da nicht. Mhm.
Was ist denn overall so dein Lieblingsdrache? Egal welchem Anime, in welchem Bezug oder Real Life Serien oder sonst irgendwas. Was ist so dein overall Lieblingsdrache? Was ist der coolste Drache, den du jemals gesehen hast? Der coolste Drache. Mhm. Also an sich als Drache vom optischen her finde ich Rayquaza am coolsten. Ja. Vor allem die Shiny Variante davon. Mhm. Galoppa. Die finde ich mega. Banda. Mhm. Aber Giratina ist auch krass. Mhm. Aber so von den normalen Drachen-Pokémon würde ich eigentlich dann. Na, nicht unbedingt Pokémon. Alle. Also deine Lieblingsdrachen kommen alle aus Pokémon? Ja. Sonst habe ich eigentlich nicht so wirklich viel mit Drachen zu tun. Obwohl, bei Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel, da gibt es ja diesen schwarze Rotaugendrache. Ja, genau. Und bei GX gab es auch mal eine Variante drüber. Irgendwie der schwarze rotäugige finsterer Drache oder so. Ja, genau. Der hatte so rote Diamanten noch mit drin. Mhm. Die habe ich gefeiert. Von Alexis Bruder. Genau. Oh Gott, wie hieß der nochmal? Weiß ich nicht. Das fand ich mega geil. Atticus. Atticus, ja, Atticus. Der war cool. Ja. Also mein overall Lieblingsdrache ist aber der weiße Drache. Finde ich immer noch am geilsten. Der cool. Normale oder die Fusion? Ne, das war der normale. Ah, okay. Der normale weiße Drache finde ich nicer als die Fusion. Ja. Und Slifer, der ist auch. Die Fusion cool. Ist, ey, der mich immer ein bisschen an Dragon Ball. Wegen dem M. Ah. Hat ja auch eine Elme auf der Stirn. Marge. Mhm. Marge, genau. Weißer Drache. Verbiete mir Schwarz. Ja, geil. Auf jeden Fall. Was Slimer war auch cool. Ja. Ist auch mein Lieblings, also mein Liebling von den ägyptischen Götterkarten. Meiner war immer Obelisk. Wieso denn Obelisk? Also, was hat der. Obelisk war zum einen fand ich Obelisk am geilsten, weil also, allein diese Form im ersten Film oder mit einem, ich weiß nicht, ob der erste war, Pyramide des Lichts, wo das direkt mit der Simulation abfängt mit Yogi gegen Kaiba. Ja, stimmt, die wo die auf DVD. Ja. Hm. Oh, den habe ich auch damals als Kino, im Kino gesehen. Da hatte ich dann den schwarzen Magier, also diesen Zauberer da, also auch diese neue Variante drin. Ja. Da gab es ja auch, da Yogi wieder einen neuen Magier vorgestellt. Und da kam einer im Kino an und hat gesagt, hier, ich hab Obelisk, ich möchte einen Magier. erstmal so, welche Karte hast du denn? Ja, ich hab den Magier bekommen. Ja, okay, möchtest du einen Tausch mit Obelisk? Ja, ich so, jo. Alter. Fand ich nice. Und seine Freunde so, ey, bist du doof, Obelisk ist viel krasser. Nee. Und ich so, ja, das ist richtig. War der Obelisk dann nicht irgendwie pink, gray, rosa oder so? Ja, dann war der pink. Genau. Die anderen absorbiert quasi, die Stärke von dem bekommen und dann war pink. War viel geil. Aber kann das nur Obelisk oder kann das eigentlich alle? Ich glaube, wir konnten in sich alle, die hatten dann alle so eine Fähigkeit. Ha. Aber ich trotzdem bei Obelisk finde ich es am geilsten, weil ich es im Anime halt gesehen habe. Ja. Und meine absolute Favorit, was ich so an Obelisk am geilsten finde, ist die damals am Ende von der ersten Staffel, sag ich mal. Das Finale war ja dann im alten Ägypten. Genau. Ja? Und Obelisk, also die hatten ja alle dann neues Design und so. Auch zum Beispiel der schwarze Magier hatte dann diese braunen Haare und sowas. Ne? War ja alles storymäßig alles so erklärt und so. Und Obelisk zum Beispiel, die neue Variante, so wirklich so. Sah ja auch so, hat er auch was Pharao-mäßiges und so. Das Design vielleicht noch cooler. Auf jeden Fall. Ich war halt auch ein Kaiba-Fan, deswegen kann es auch sein, dass die Obelisk das ein geiler hat. Ich finde die alle an sich auch cool. Auf Platz 3 von den dreien. Mhm. Aber Obelisk war einfach immer so der Banger. Auch im letzten Film da mit diesen Dimensionen oder was. Auch mit Yogi und Kaiba und so. Aber Obelisk auch wieder, hat auch wieder einen geilen Auftritt gehabt. Im letzten Film habe ich gar nicht gesehen. Ich habe zum Beispiel auch den gesehen, wo die ersten drei Gens dann aufeinandertreffen. Ja, den habe ich auch noch gesehen. Aber den fand ich so scheiße. Der war echt nicht gut. Ja, vom Yogi, Anfang GX, Yogi gibt erstmal Gefühl, das Kurim an Jason. Film, spielt quasi am Ende davon. Ja, wer bist denn du? Hm.
Ja, ist wirklich so. Und hey, ich hab damals Fernsehen! Hit! Voll. So kann man mal. Glockenmafia? Damit, ja. Glockenmafia? Ja. Glock ist auch schon angepisst hier. Ja, auch ganz lange gewartet, dass ich ihn ziehe. Ehre geht auch, sag ich. Nicht da ist er nicht. Wunderschönen guten Abend, Holger. Hallo, Holger. Aber ich fand das auch. Zumindest so, ach hier, hey, die habe ich doch damals gefühlt ins Kuribo gegeben oder so. Nee, da war einfach so, hey, keine Ahnung, wer du bist. Ist mir klar. Ist wirklich so. Aber sonst so die Yu-Gi-Oh!-Filme so mit den OGs, die fand ich geil. Aber GX hat doch auch diese drei, ach, wie, sag ich jetzt mal, die drei Götter, aber. Die drei Ungeheuer. Genau. Die war, also ich fand die cool. Das war so die Wish-Variante von den göttlichen Göttern. Ja, ich fand die an sich cool, so vom Artwork. Ja, Harmon und so was alles, ja. Aber war mir zu sehr an den ägyptischen Göttern irgendwie angelehnt. Ja, so auch, okay. Auch hier der rote war ja auch so ein, ne, das war ja auch so, das war Sly. So ein Drache, genau. Ja, genau, genau wie Sly von nur an Uria. Nur noch Flügel und so, genau. Ja, genau, hat einfach nur ein neues Design bekommen. Das hat wie Krab, ist ja wie hier die Palmkrabbe hier. Genau. Und ich glaube, die Effekte waren auch ganz gut. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, hast einen schönen Wochenstart. Also so, abgesehen natürlich von den Ohren und so. Aber ich hoffe, ansonsten geht's dir prächtig. So, noch ein Tikabo hatten wir lange nicht. Ja, aber, ja. Special Reverse? Ja. Nee, im Film war es ja noch der normale Yogi. Und der normale Yogi hat ja auch hier, ne? Hat ja auch die Karten Kuribo an Jason gegeben. Jaden. Und selbst wenn das, wenn zum Beispiel sagen würde, das war der Pharao, ja, die teilen sich einen Körper. Der andere kriegt das mit. Das geht so oder so. War das im Film unlogisch. Und Jaden hat allein, du kannst ja gar nicht mit der Logik jetzt argumentieren, David, allein weil Jaden da gesagt hat, hey, ja, dann natürlich, du bist auf Welt bekannt. Und ich so, hey, hörst du dich nicht? Du hast mir da Kuribo gegeben, Digga. Aber hey, Kuribo ist krass. Ja, geflügelter Kuribo. Aber das wird halt null erwähnt. Ja, das ist echt komisch. Ist schon schwach. Ist halt schwierig. Ja, das ist ja auf Discord, David, aber wir diskutieren darüber jetzt nicht, weil ich recht habe. Was ist eigentlich mit Pegasus passiert? Der hat ja einfach weitergemacht. Weil der sollte doch in den Filmbüchern sollte der auch eigentlich umgebracht werden, oder? Ja, und dann ist er halt abgejätet, also weg mit dem Helikopter. Okay, dann ich ja. Und dann ich halt nicht. Pech gehabt. Also in Variante 1 ist er ja umgekommen und in Variante 2 ist er ja dann halt gekommen, in der richtigen Variante. Ah, okay. Ja. Man braucht jetzt auch nicht mit Spoilern oder so, jetzt im Nachhinein ankommen, weil der Film war so shit, dass er das hier kann. Okay, toll. Was ich mich auch immer gefragt habe, was ist aus hier Dings geworden? Bakura oder wie der hieß? Bakura? Bakura, genau. Ja, denn da haben David nicht letztens ein Bokuba gezeigt. Oh. Also einen Tag später fiel mir ein, scheiße, das war ja der andere, das war der Kleine. Aber gut, bei dem war das ja, ich glaube, weißt du, der war ja, ist ja netter geworden, der war immer interessant. Aber der hatte ja noch einen Auftritt im letzten richtigen Film von Yugi. Alter. Slammer. Bonita! Aber letztens fand ich zum Beispiel ganz cool, weil auf einmal, einfach mal wieder die OGs sehen. Auf jeden Fall. Oh ja! Was kommt nach Zwirklob, Sven? Nach Zwirklob kommt Zwirfinst. Ja, und den haben wir hier. Schöne Reverse. Hey. Nicht mal Entek kriegt einen Reverse, aber Zwirfinst. Ja, sieht cool aus. Nicht schlecht. So. Ja, finde ich. Nice. So, wie viel haben wir noch? 2, 3. Theoretisch also noch, können wir noch alle drei Gurks. Ja, alle drei noch.
natürlich fein. Siehst du, Pokémon KT, Trainer. Absol, Legende. Absol ist auch verdient, legendäres Pokémon zu sein. Auf jeden Fall. Pantakum. Und. Okay, wir kriegen keine vollständigen Glorix mehr. Aber, weil. Mit einem guten Design, ja. Bleiben noch zwei Packs. Theoretisch kriegen wir aber noch, würden wir jetzt noch die Turtox voll kriegen. Und wir haben kein einziges Bisa Flow im Übrigen. Du bist echt voll wenig. Hat Angst vor mir. Alter, hey, so. Vorletztes Pack. So. Trainer. Enteron. Trainer Karte. Komische Anker. Und ja gut. Ist ein Hit, ist ein Reverse und so, aber. Wir kriegen nicht mal. Wir kriegen nicht mal unsere Starter oder Turtox. Mann. Nee. Fängt so gut an, zwei Turtox hintereinander und jetzt sind nichts mehr. Also die Tag Team GX-Karten sind hier ein bisschen rar gesehen. So, und the final countdown. Oder geht's? Ich muss sagen, ich genieße halt immer die. Das finde ich halt auch so geil an TCG-Streams hier von uns. Dass ich einfach mal in Ruhe mit dir so ein bisschen quatschen kann. Das finde ich einfach cool. Auf jeden Fall. Ja. Macht auch Spaß. Ja. So. Let's pack. Palmcrabby. Oh. Zwiege Licht. Ein Floink. Ja, gar nicht. Schade. Damit sind wir durch. Ja, schade, schade. Kein Glor mehr am Ende. Und kein Bisaflor. Gar kein Bisaflor, ein Glor, zwei Turtox. Ist aber an sich okay. Ja, aber trotzdem, das Verhältnis passt nicht so wirklich. Ne. Na, ich hab mir mehr mit der Anzahl an Turtox. Und hier an Bisaflor. Zumindest eins von jedem hätte ich mir gewünscht. Ja. Aber ich finde es trotzdem sehr cool. Sowas, was da rumgekommen sind. Ich bin jetzt nicht unzufrieden. Das sind gute Sachen. Ein paar Legendaries abgestaubt. Ist noch. So. Auf jeden Fall. Packen. Aber? So viele Hits kann man mal machen. Ich bin sehr zufrieden. Auf jeden Fall. So. Dann werde ich wieder umswitchen auf das hier. Und werde ich ganz kurz bis Sven alleine lassen, weil ich muss jetzt erstmal wieder umbauen. Oha. Okay. Also Sven kann mich noch hören, ihr aber nicht. Haha. Boah, das ist frech. Ah, okay. Hab ich, können Sie noch hören? Boah, fake. Ja, bis gleich, Janik. Bis gleich. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same.